Herzlich willkommen, der Gerd macht's. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich was Schnelles, was Leckeres. Heute gibt es ein Flanksteak, und zwar Texas Lime Steak. Das ist irische Flanksteak, 600 Gramm. Den habe ich von der Sehne und von Haut befreit. Den werde ich jetzt marinieren, naja, kurz scharf angrillen und bei indirekter Hitze zu Ende ziehen. Dafür habe ich ein Soße, Mische, Marinade vorbereitet. Da ist etwas Rapp drin, dann etwas Öl drin, etwas Cayennepfeffer, bzw. mein Chili-Pulver, etwas Salz und aus einer ausgepressten Limette-Saft drin. Und den Abtrieb von der Limette, der geht nachher später, wenn das fertig ist, über das Fleisch drüber. Die Zesten, Limettenzesten, kommen nachher nach dem Grill drauf. So, damit das schön wunderbar Marinade einziehen kann, werde ich das gegen eine Faser mit Gabel einritzen. Das sieht dann so aus. Wird eingeritzt. Beide Seiten. Das Fleisch ist 28 Tage gereift. So, jetzt ist er etwas breiter geworden. Jetzt mariniere ich den mit meiner Marinade. Schön einreiben von beiden Seiten. Es duftet wunderbar. Das lasse ich jetzt halbe Stunde ziehen, marinieren. Lasse ich draußen bei Lufttemperatur. In der Zeit wird mein Grill vorgeheizt auf 320 Grad Deckeltemperatur. Nachher werde ich ihn kurz scharf angrillen von beiden Seiten und bei indirekter Hitze bei 140 bis 160 Grad weiterziehen, bis Kerntemperatur 55 bis 57 Grad ist. Ja, so mein Grill ist jetzt vorgeheizt. Jetzt werde ich mein Flanksteak, Lime Steak, kurz angrillen. Der braucht wirklich nicht lange. Ungefähr jetzt, wie viel Karé muss der haben? Das heißt 15 Sekunden, dann drehe ich einmal um auf die gleiche Seite. Es duftet wunderbar. So, jetzt klebt einmal umdrehen, damit schöne Muster reinkommt. Wichtig beim Drehen, nicht auf die gleiche Stelle legen, sondern daneben, weil jede Stelle schon etwas kälter als daneben die Stelle. Einmal drehen. Guck mal, wie geil Muster hat es gegeben. Wunderbar. Jetzt die Seite genauso. Zweimal 15 Sekunden. Jetzt kommt ein indirekt weiter. Einmal mal Kerntemperatur messen. Jetzt liegt die ungefähr bei 28 Grad. Bei 54 Grad ist er dann fertig. Ungefähr 8 Minuten noch drauf. Temperatur habe ich gerade gemessen. Liegt bei 54 Grad Kerntemperatur. Jetzt kommt Zesten, Zitronenabtrieb drauf. Also Limette, kein Zitronenabtrieb drauf. Das lasse ich jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten ruhen. Und nachher schneiden wir das an. 7 Minuten um. Jetzt hat sich ein bisschen Saft oben gebildet. Es duftet wunderbar. Jetzt schneide ich erstmal einmal längs ein und dann, sehr wichtig, quer zur Faser anschneiden und so schön sieht das aus. Einmal probieren. Wunderbar zart, richtig schön aromatisch, etwas nach Limette Geschmack, richtig schön geil. So, man kann noch mal ein Stückchen jetzt. Ja, dazu frischen Baguette mit frisch gemachter, selbstgemachter Kräuterbutter, mit etwas spezieller Kräuterbutter, mit getrockneten Tomaten drin. Das werde ich in einem anderen Video zeigen, wie ich meine Kräuterbutter mache. Ja, ansonsten ist mein schnelles Video fertig. Wollt ihr mich loben, macht Daumen nach oben. Wollt ihr mich wiedersehen, dann unten auf die Glocke. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und schaltet sie ein, wenn es heißt, der Gerd macht's.